Die Aktie der Deutschen Bank ist angeschlagen. In den letzten zwei Wochen hat der Wert mehr als 10% verloren. Seit dem Jahreshoch Mitte Januar bei gut 40 Euro liegt das Papier sogar mehr als 20% im Minus. Auch operativ läuft das nicht rund im Moment. Finanzchef Stefan Krause, hier links im Bild neben Co-Chef Jürgen Fitschen, warnte am Donnerstag vor zu hohen Erwartungen an das erste Quartal. Das unsichere Marktumfeld habe das Kerngeschäft Investmentbanking gebremst. Die Ukraine-Krise sowie schwache Konjunkturdaten aus China hätten viele Investoren verschreckt. Eigentlich ist das erste Quartal traditionell das stärkste für das Kapitalmarktgeschäft. Doch mit ihrer Warnung steht die Deutsche Bank nicht alleine da. Auch die großen US-Rivalen JP Morgan und Citigroup haben zuletzt pessimistische Töne angestimmt. Die Erträge im Bereich Aktien und festverzinsliche Wertpapiere seien um mehr als 15% gesunken. Deutschlands zweitgrößte Bank, die Commerzbank, hat sich bislang noch nicht zum ersten Quartal geäußert. Doch auch hier dürfte sich das aktuell schwache Marktumfeld bemerkbar machen. Die Commerzbank-Aktie hat sich zuletzt immerhin besser geschlagen als die Deutsche Bank. Allerdings wurde der Aufwärtstrend seit Sommer letzten Jahres gebrochen. Dadurch drohen weitere Kursverluste. Die französische Großbank Société Générale sieht in der Kursschwäche der Commerzbank-Aktie eine gute Kaufchance. Das Kursziel haben die Analysten mehr als verdoppelt, von 7,70 Euro auf jetzt 16 Euro. Im Vergleich zum aktuellen Kursniveau macht das ein Aufwärtspotenzial von mehr als 30%.